Was ist hier unten? Ist ein Hotel oder eine Speicherpunkte-Klinik? Speicherpunkte. Speichern. So. Da will ich. Nö, nö, nö. Ich will noch nicht schlafen. Weggehen. Nein, nein, weg! Hab ich nicht? Ach ja. Naja. Die Volljährigkeitsfeier für Prinzessin Emilia findet bald statt. Sie hat Glück, dass der Krieg vorbei ist. Ha, wer hat ihn beendet, den Krieg? Ich. Okay, was ist hier? Oh, blau, blau ist sie, blau. Oh, Waffen, Rüstung, keine Gegenstände. Hier ist irgendwo auch noch einer, das weiß ich. Komm, da liegt ein Stein zwischen den Edelsteinen. Ach nein! Wie viel habe ich schon? Verdammt, 11 Stück. Uiuiui. Naja. Angestellt im Schmuckladen. Wie wär's mit ein paar Steinen? Was kannst du mir? Rubinring bei Marschallstein SP. Saphirin bei Marschallstein MP. Smagatoi bei Wiesenstein SP. Steinempel, 4000 Gold, du mich auch. Bunte Edelsteine werden aufgereiht, aha. In Tiberua benutzt man Edelsteine als Amulette, nicht als bloßen Schmuck. Ach nein. Gut, dann ist das da vorne der Gegenstands... Was ist denn hier los? Hä? Wow. Hoppala. Das ist ja mal ein Brocken. Was? Schießen? Sorry. Schießen? Was? Na. Schießen! Prinzessin Emilia ist hier! Das ist zu plötzlich! Das ist beängstigend! Götter, helft uns dadurch! Oh, ja, ja, ja. Still gestanden, aufgereiht. Ich habe gehört, wie jemand Schießen gesagt hat. Wer hat das gesagt? Schießen, mal schießen. Wer will sie abknallen? Hallo? Du? Du? Der Hund? Der hat einen bösen Blick. Hey, ich bin die Prinzessin in diesem Land. Ihr müsst nett zu mir sein. Oh, eine Schwangere. Entschuldigung, Eure Hoheit, ich möchte euch bitten, meinem ungeborenen Baby einen Namen zu geben. Das werde ich wohl nicht tun. Ich würde lieber auf Schlittschuhen durch die Hölle fahren. Oh nein! Hey, Graf, hör auf zu weinen. Mein Mann ist von Räubern umgebracht worden. Dieses Kind war meine einzige Hoffnung. Banditen? Pfui, du langweilst mich. Wow, was ist der denn über die Leber gelaufen? Oh nein. Ist das Prinzessin Emilia? Ich habe schon gehört, dass sie sehr süß sein soll. Oh nein, wenn das ein Traum ist, dann weck mich bitte auf. Ach ja. Wieso, Albert? Hast du eine Verlobung mit dir? Es gibt hier im Laden noch viele Dinge, die nichts mit den Sternen zu tun haben. Na, hoffentlich. Das ist nicht zu verkaufen. Schon wie... Ich klick nur rum. Ich hab da... Jau, nehme ich. Jau, nehme ich auch. 7 Stück, 2 von denen, das ist sehr gut.
Heute gehen wir raus. So, da rechts ist noch ein Hospital. Mein Opa sagte immer, dass man Mädchen aus Schwierigkeiten helfen soll, sogar wenn man dabei sein Leben riskiert. Ja, das war noch ein Gentleman. Es ist also eine Ehrenverletzung. Aua. Er beschützte mich und wurde von einem Räuber erledigt. Ich weiß nicht, wie ich ihm danken soll. Ich drehe mich mal um, dann kannst du wurscht. Ich wollte doch nur, dass sie meinem Kind einen Namen gibt, damit mein Kind einmal glücklich wird, aber Prinzessin Emille war. Das ist nicht gerecht, Prinzessin Emille. Nein, das war wirklich nicht nett. Sie würde lieber mit Schlittschuhen durch die Hölle fahren. Das ist eine Ansage. Ich würde sagen, das ist nur der Heilungsraum-Dings. Jupp. Oh, da kann man raus. Ah, das ist der andere Eingang. Gut, gehen wir auf den Platz. Hi, du. Der Zugang zum Burg wird nur mit Erlaubnis gewährt. Okay. Gut, ich hab's kapiert. Wie konnte die sanfte Prinzessin Emille so unausstehlich werden? Leidet sie an einer schlimmen Krankheit? Oder ist sie vielleicht besessen? Was ist aus Prinzessin Emille geworden? Keine Ahnung. Vor 6 Monaten ist Prinzessin Emille zu einer aufmüpfigen Person geworden. War die anmutige Prinzessin Emille von früher etwa nur eine Täuschung? Oh, Prinzessin Emille, du hast nichts als Ärger und Zank zurückgelassen. Hoppala. Ja. Oh, hier geht's rauf. Ja, sehr schöne Bauweise. Sehr. Ich find's vor allem sehr gerade. Nicht etwa irgendwie schräg oder so. Nein, die haben noch schön gebaut, oder? Was muss ich. Glaube jetzt muss ich. Ich muss. Glaube hier. Ja, hier. Haha. Anscheinend ist niemand zu Hause. Wie auch immer, dieses Haus sieht wirklich komisch aus. Yep. Nochmal. Anscheinend ist immer noch niemand zu Hause. Wie auch immer, dieses Haus sieht immer noch komisch aus. Kann man da jetzt. Bin ich da nicht vorher schon? Nein. Was muss ich jetzt machen? Hier nicht. Muss ich weg? Also raus? Irgendwo muss ich hier irgendwie warum etwas tun. Es ist geschlossen. Hier ist das Liebesnest. Unser Liebesnest. Ne, mit der habe ich glaube schon geredet. Hier ist auch nichts, oder? Die Kleidung, die man in Sergio schneidet, ist bestimmt zu warm für Tiberoa, oder? Ja. Tiberoa wird von einer gleißenden Sonne beschienen. Oh, euch ist in diesem Kleider bestimmt heiß. Zieht euch aus. Ja, gerne. Der habe ich schon geredet. Das ist nur ein anderer Ausgang. Hier kann man. Nein. Egal. Planetarium bringt auch nichts. Muss ich aus der Stadt raus? Ich muss ja zu einem späteren Zeitpunkt. Naja, ich habe einen. Okay, vielleicht kann die Dame. Vielleicht hat die ein paar Infos. Für mich. Gehen wir doch mal dahin. Die haben immer noch es passiert was. Der Kaffee! Ja.
die Schwester von Café. Willkommen, kommt rein. Geht ganz bis nach hinten durch. Was? Hey, hinten. Oh, die sind vielleicht langsam. Einer kommt rein, plötzlich stehen fünf. Ihr seid von außerhalb, nicht wahr? Wir sind von hier, ne? Ja, sind wir. Wusste ich's doch. Ich hab sofort bemerkt, dass ihr nicht von hier seid. Die Musik. Ihr Jungs, riecht wie Exoten. Lass mich euch die Stadt schnell vorstellen. Ihr habt bestimmt schon wieder sternförmige Dinge in dieser Stadt gesehen. Es gibt Verzierungen auf den Dächern oder Mosaiken auf den Straßen. Stimmt's? Das ist, weil die Tiberianer den Stern vertrauen.